Ganz herzlichen Dank nochmal, Heinz Budde. Ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Das war ja nicht nur ein sehr kundiger Vortrag, er war auch gespickt mit einigen Provokationen, die wir jetzt hoffentlich im Verlauf dieser ersten Gesprächsrunde aufgreifen, drehen und wenden und weiter diskutieren können. Bei Ihrer letzten Bemerkung, aber das will ich nur als eine vorgezogene Frage in den Raum stellen, ist mir gleich eingefallen, war das jetzt ein Plädoyer für den guten alten Sozialstaat oder für eine neue Form, in der soziale Solidarität in der Gesellschaft organisiert werden kann und muss, dass wir am Ende einer gesellschaftspolitischen und ideologischen Phase stehen, die in der politischen Debatte in der Regel mit Neoliberalismus bezeichnet wird. Das drängt sich ja schon länger auf. In Europa war ja ohnehin immer nur, jedenfalls in Kontinentaleuropa, ich nehme mal Großbritannien aus, in gebremster Form Realität. Aber dass sich jetzt etwas Neues anbahnt und dass möglicherweise tatsächlich dieses gute alte Wort von der Solidarität zu einem neuen Leitbegriff werden kann, das fand ich eine sehr interessante These. Ich möchte Ihnen jetzt kurz die weiteren Teilnehmerinnen, Teilnehmer unseres Podiums hier vorstellen. Direkt zu meiner Rechten. Ich kann leider nicht weiter rücken, sonst falle ich vom Podium. Frau Professor Elisabeth Tuder. Sie ist Professorin für Soziologie der Diversität unter besonderer Berücksichtigung der Gender-Dimension an der Universität Kassel. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind neben Diversity, feministische und Queer-Theorie, Cultural and Postcolonial Studies, Migrationsforschung. Sie ist also in vieler Hinsicht für unsere Debatte heute bestens ausgewiesen. Willkommen. Genau. Daneben Karl Möhl, er ist Leiter des Referats Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, studierter Kulturwissenschaftler und vormaliger Redakteur bei der Deutschen Welle. Herzlich willkommen. Und last not least, weil Heinz Budde muss ich jetzt nicht mehr vorstellen, Dr. Dietrich Engels, Soziologe, ist geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, ISG Köln, seit mehr als 2 Jahrzehnten im Bereich der empirischen Sozialforschung tätig. Unter anderem ist er Berater der für Sozialhilfe zuständigen Abteilungen der Bundesregierung und erstellte den 2. Integrationsindikatorenbericht für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Herzlich willkommen, Dietrich Engels. So, ich habe jetzt gelernt heute Morgen, dass ich glaube, alle auf dem Podium ein kleines Eingangsstatement vorbereitet haben, sodass wir jetzt noch eine möglichst kurze Reihe von Impulsstatements hören werden, bevor wir dann in ein hoffentlich lebhaftes Gespräch kommen können. Ich würde gerne beginnen mit Professor Tuder. Bitte sehr. Und die Technik?
Ich habe mein kurzes Kommentar, meinen kurzen Input, wenn Sie so möchten, eher einen Kommentar dazu, gleich betitelt mit Diversität und Zusammenhalt. In der Vorbereitung des Podiums und der Teilnahme hier dachte ich mir, worum geht es mir, was möchte ich gerne hier auch vermitteln? Und ich möchte mit Ihnen nun direkt einsteigen, hineinspringen, ganz kurz in die Diversitätsdebatten, wie wir sie heute vorfinden und wie sie auch am Nachmittag in den verschiedenen Panels nochmal von unterschiedlichen Perspektiven sicherlich auch aufgegriffen wird. Wir haben es heute mit einer Vervielfältigung von dem zu tun, was wir Differenzen nennen, Differenzverhältnisse, Differenzkategorien. Das wird in den Sozialwissenschaften unterschiedlich bezeichnet als die 6 Kerndimensionen von Diversität, die wir auch im Grundgesetz, im Amsterdamer Vertrag oder im Gleichbehandlungsgesetz, das 2006 in Deutschland implementiert wurde, wiederfinden, finden Sie die Dimensionen von Geschlecht, Sexualität, Gesundheit oder Behinderung, Alter, Religion und Nationalität. Sie sehen hier schon auch auf der gegenüberliegenden Seite aufgelistet, worüber wird gesprochen, hauptsächlich unter Geschlecht von Mann, Frau, hetero, homosexuell, gesund, krank, beziehungsweise behindert und nicht behindert. Das jetzt alles vorlesen zu wollen, was auf der Folie steht, haben wir es auch mit einer Vervielfältigung dieser Dimensionen von Diversität zu tun, im Hinblick auf eine Thematisierung von Ethnizitäten, von Hautfarbe, Race, immer vorsichtig benannt, immer mit den Gänsefüßchen, mit den Anführungszeichen benannt, aber auch von der Region innerhalb von Nationalgesellschaften Ost-West, Norden-Süd, Stadt-Land, aber auch in einem globalen Kontext. Die Länder des globalen Südens, die Länder des sogenannten globalen Nordens, um hier nur ein Stichwort zu geben. Aber auch eine neue Thematisierung oder eine Rethematisierung, was wir aus der sozialen Ungleichheitsforschung sehr wohl bekannt ist. Ein Blick nochmal auf die Dolmetscher, wenn es zu schnell ist, bitte Bescheid geben. Von Reich und Arm, von Schichtzugehörigkeiten, wie es Kollege Bude ja auch eben nochmal sehr ausführlich und differenziert dargestellt hat. The list is potentially boundless, also die Fortsetzung dieser Ausdifferenzierungen kann noch und wird auch noch weiter fortgesetzt. Wo nun mein persönlicher Ansatzpunkt ist, ist in der Thematisierung des Bindestrichs, des Dazwischens. Also kurz gesagt am Beispiel Geschlecht, dass wir nicht nur über Männer und Frauen und über ein Geschlechterverhältnis sprechen, sondern auch über vielfältige Facetten geschlechtlicher und sexueller Positionierungen, also Inter- und Transpersonen hierin eine Rolle spielen. Ebenso beim Thema Sexualität es nicht damit getan ist, dass wir über hetero, homo und vielleicht auch mal bisexuelle, sondern vielfältige Formen von Sexualitäten wie polysexuell, pansexuell, multisexuell, postsexuell, nonsexuell, asexuell sehr wohl der Thematisierung bedürfen und auch der Thematisierung innerhalb der Diversity-Debatten. Dahinter steckt am Beispiel von Behinderung immer auch die Frage, wann ist was denn behindert, nicht mehr behindert? Ich selbst bin Brillenträgerin, wann wandert sich, also wo sind die Grenzen dessen gesetzt? Also eine Thematisierung von Grenzen, die auch mit verbunden ist. Wir haben es in heutigen Biografien, Identitäten und Zugehörigkeiten werden von Kollegin Helmer Lutz und Marianne Krüger-Potratz als Sitting at a Crossroad. Das ist ein Bild, um dieses Zusammentreffen, diese Verwobenheit, dieses Geflecht der Differenzen zu erfassen. Menschen werden positioniert und positionieren sich selbst darin. Zum Beispiel, als die heute schon mehrfach zitierte alleinerziehende Hartz-IV-Empfängerin mit 3 Kindern, zum Beispiel als Transperson aus Ecuador in der Sexarbeit, zum Beispiel als Familienvater aus Afghanistan, dessen Ingenieurstitel in Deutschland nicht anerkannt wird. Das sind nur Beispiele für diese Positionierungen, Selbstpositionierungen, aber auch das Positioniertwerden. Womit ich mit dem Positioniertwerden, mit dem Verortetwerden hinweisen möchte, ist, dass wir es nicht nur mit individuellen
Merkmalen und individuellen Biografien zu tun haben, sondern mit einem strukturellen Geflecht, klassischerweise beschrieben unter Kapitalismus und Patriarchat. Auf die Frage, und hier habe ich eine Postkarte eingesetzt, was ist damit schlimmer in dieser strukturellen Beschreibung auch von Homophobie, Rassismus, Sexismus, Heteronormativität, Behindertenfeindlichkeit, Ageism, Klassizismus. Was ist davon schlimmer? Kann es keine Antwort geben? Die Antwort auf diese Frage muss eine uneindeutige bleiben, weil Exklusionen, und hier komme ich zurück, nicht gegeneinander ausgespielt werden können, meiner Meinung nach, und auch nicht sollten. Das Verhältnis unterschiedlicher In- und Exklusionen wird auch in unterschiedlichen Bildern versucht zu erfassen. Deutlich wird hierbei in dieser Thematisierung, wie wir sie heute nicht nur in den Sozialwissenschaften, sondern auch in den sozialen Bewegungen vorfinden, dass es um eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Ausschlüssen, Marginalisierungen oder Exklusionen geht, aber auch, dass wir über Privilegierungen, über Hegemonien verschiedenster Art sprechen müssen. Das Apothekerschränkchen, das Sie auf der einen Seite vorfinden, ein Beispiel dazu, gerade in den Debatten des Black Feminism wurde deutlich, dass wir Race und Class und Gender nicht in verschiedene Schubladen einordnen können, sondern eine Verschränkung in der Thematisierung notwendig ist und in den USA prominent auch auf juristischer Ebene in den 80er Jahren vorangetrieben wurde. Die Debatten sind aber mittlerweile auch angekommen. Ich finde, dass das Gummibändermodell, wie Sie es auf der rechten Seite der PowerPoint vorfinden, ganz gut geeignet ist, um das Spannungsverhältnis zu erfassen, in dem gegenwärtige Diversitätsverhältnisse zueinander stehen. Auf einer konzeptionellen Ebene, einer inklusive Gesellschaft betreffend, und hier möchte ich nicht zu wiederholend sein, was Kollege Bude ja schon sehr ausgeführt hat, finden wir sehr wohl Debatten vor, die uns auch in den letzten 50 Jahren in Deutschland begleitet haben, zu Integration, zu Interkulturalität, zu Multikulturalität, zu Transkulturalität und heute sehr stark zu Inklusion. Nur ganz kurz, lassen Sie mich in Erinnerung rufen, Interkulturalität entstammt der Abgrenzung im Bildungskontext von der Ausländerpädagogik. Diese Ausländerpädagogik war ein Effekt aus der Anwerbepolitik Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Gastarbeiter, die nach Deutschland gekommen sind, in die Schulen hat Eingang gefunden, in die Bildungsdebatten, es gibt ein Problem. Ausländerpädagogik unter der Perspektive der Rückführung, die betrieben wurde, in kritischer Auseinandersetzung damit, dann Interkulturalität. Das heißt, eine gegebene multikulturelle Gesellschaft zum Ausgangspunkt für Bildungs-, für pädagogisches Handeln zu nehmen. Recht schnell wurde auch Kritik geäußert, gerade am Kulturbegriff dieser interkulturellen Ansatzes, Kultur nicht als homogen und statisch zu verstehen und Kurzschlüssen zu verfallen von Land, Gesellschaft ist gleich Volk, ist gleich Nation, ist gleich Staat, ist gleich Kultur, ist gleich Identität. In der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Multikulturalität wird mehr oder weniger das Nebeneinander, das Miteinander, die Koexistenz verschiedener Kulturen in einer Gesellschaft verstanden, die sich unter anderem durch Migration und Einwanderung ergeben können. Auch hier nur ganz kurz die Kritik, wie Sie es am Bild auch sehen, aus dem Karneval der Kulturen, der als Beispiel für gelebte Multikulturalität immer wieder zitiert wird. Eine Folklorisierung von Kultur passiert hier viel zu häufig, ohne dass die kritischen Implikationen damit auch thematisiert würden. Nicht zuletzt haben wir in Deutschland ein Konzept von Integration, das gesetzlich auch verankert ist, nämlich durch das 2005 neue Zuwanderungsgesetz, das 2005 implementiert wurde. Es lautet, und ich lese den Titel immer wieder vor, um sich zu vergegenwärtigen, dass dieser Integrationsbegriff darin auch enthalten ist. Es lautet Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung
und zur Regelung des Aufenthaltes und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern. Die Kritik daran, an einem Integrationskonzept, ist notwendigerweise immer wieder darauf hinzuweisen, dass hier Grenzen zwischen Migrierenden, zwischen Einwanderern immer wieder gezogen und verfestigt werden, zwischen denjenigen mit einer dauerhaften Perspektive und denjenigen mit einem befristeten Aufenthalt. Die einen werden eher zur Ausreise ermuntert, die anderen werden erhalten Integrationskurse. Ich möchte damit auch schon zum Ende kommen und das nochmal verbildlichen mit dem, was wir über Exklusionen, Separation, Integration hier nochmal und unter Inklusion heute thematisieren. Lassen Sie uns einen ganz kurzen Blick auf das Integration, die über diesen Konzepten, also die entgegengestellt werden, Exklusionen, Separationen, aber auch der Integrationsdebatte richten. Ich denke, dass es hier gerade notwendig ist, auch auf das Potenzial von Vielfalt hinzuweisen, dass wir von einer existierenden Diversität heute ausgehen, dass es aber auch eine anhaltende Thematisierung, wie wir es ja gleich auch noch vertiefen vorhaben auf dem Podium, von Normalisierungen, von Hierarchisierungen, von Grenzziehungen, von Ausschlüssen und Marginalisierungen braucht. Also Differenzen und Diskriminierungen auch zusammenzudenken und auch ein Zugleich, das sich in einzelnen Zugehörigkeiten finden kann, von hegemonialer, von privilegierter und marginalisierter Position. Differenzen, Diversitäten sind konstitutiv, das heißt bestimmend, nicht nur für Biografien und Identitäten, sondern kennzeichnen auch gesellschaftliche Strukturen, Diskurse und Organisationen, nicht zu vergessen, immer wieder in der Soziologie. Wir müssen, ja. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich gucke schon ein bisschen nervös auf die Uhr, weil ich sehr hoffe, dass wir noch zu einer gemeinsamen Diskussion kommen. Wir blättern jetzt, und Frau Thude hat ja damit begonnen, diese zwei Begriffe, um die diese Tagung kreist, Exklusion und Inklusion, aus unterschiedlichen Perspektiven nochmal auf. Das finde ich auch für ein Eingangspodium ganz angemessen, weil damit im Grunde der Rahmen für die weitere Debatte des Tages gespannt wird. Als nächstes würde ich gerne Herrn Müll bitten. Sie gehen auch zum Pult. Okay. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrte Interessierte und Zuhörende, ich freue mich sehr und möchte Ihnen danken für die Einladung zu dieser Tagung. Nicht nur aus formalen Gründen, sondern auch, weil ich es wichtig finde, dass der Begriff der Inklusion hier erweitert wird um die Themen, die Frau Thüder eben angesprochen hat, die eben nicht nur bedeuten Inklusion oder Zusammenhalt im Sinne von sozialen Schichten, die zusammenhalten, sondern eben auch in Bezug auf die zunehmende Diversität unserer Gesellschaft. Und damit befasst sich unsere Institution, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ohne Zweifel hängen diese Fragen auch zusammen. Dazu werden wir in der Diskussion sicherlich auch noch kommen. Ich möchte ganz kurz vorstellen, was die Aufgabe unserer Stelle ist, ohne dazu sehr in die Tiefe zu gehen, weil viele von Ihnen das sicherlich auch schon wissen. Unsere Stelle wurde im Jahr 2006 eingerichtet, nachdem das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, auch bekannt als Antidiskriminierungsgesetz, in Kraft getreten ist. Wir haben einen gesetzlichen Auftrag, der lautet, Menschen zu beraten, sie über ihr Recht auf Diskriminierungsschutz aufzuklären, der mit diesem Gesetz in Kraft getreten ist, und Maßnahmen zur Verhinderung von Diskriminierung zu entwickeln. Unsere Kernaufgaben lassen sich mit drei Schlagwörtern umreißen. Zum einen die eben schon erwähnte Beratung, die Öffentlichkeitsarbeit, das heißt in erster Linie die Sensibilisierung von Menschen für das Thema und die Aufklärung der Menschen darüber, dass es einen Diskriminierungsschutz gibt, und Forschung zum Thema. Seitdem es uns gibt, haben wir rund 14.000 Anfragen zum Thema Diskriminierung bearbeitet. Wir bieten in diesen Fällen eine erste rechtliche Einschätzung, informieren über die Möglichkeiten, wie man sich zur Wehr setzen kann und, was ganz wichtig ist, vermitteln an spezialisierte Beratungsstellen vor Ort
in ganz Deutschland. Grundsätzlich arbeiten wir horizontal. Das heißt, die verschiedenen Diskriminierungsgründe sehen wir als gleich schützenswert an. Diese sind im Gesetz benannt mit ethnischer Herkunft, Geschlecht, wobei wir darunter auch Trans- und Intersexualität fassen, die Religion oder Weltanschauung, eine Behinderung, das Alter oder die sexuelle Identität. Dies ist im deutschen Gesetz ein abgeschlossener Katalog. Darüber kann man auch viel diskutieren, ob der so ausreichend ist oder ob er abgeschlossen sein sollte. Auch das kann im Rahmen dieser Tagung ein interessantes Thema sein. Der horizontale Ansatz, das heißt zum einen, jeder dieser Diskriminierungsgründe ist gleich schützenswert. Und zum anderen heißt es, in der Regel ist Diskriminierung, und das hat die Frau Töder eben ja schon erläutert, ein mehrdimensionales Problem. Beispielsweise erleben Frauen, hier haben wir das Merkmal Geschlecht, besonders oft Diskriminierung aufgrund des Alters. Sei es, weil sie als zu alt gelten oder weil ein Arbeitgeber sagt, die stelle ich nicht ein, die könnte ja schwanger werden in dem Alter. Auch ältere Schwule und Lesben oder Menschen mit Migrationshintergrund, die zusätzlich mit Behinderungen leben, sind beispielsweise öfter und besonders schweren Diskriminierungen ausgesetzt. An diesem Punkt wird auch deutlich, dass das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz kein reines Minderheitenschutzgesetz ist. Denn ein Geschlecht, ein Alter, eine sexuelle Identität haben viele. Über ein Viertel der deutschen Bevölkerung leben mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten. Deshalb freue ich mich sehr über den Ansatz auch dieser Tagung, der Inklusion ganzheitlich betrachtet. Wir haben allerdings festgestellt, dass es oft schwierig ist, diesen horizontalen, mehrdimensionalen Ansatz in der Kommunikation zu vermitteln. Ich komme aus der Öffentlichkeitsarbeit und muss versuchen, Wege zu finden, das Thema den Menschen näher zu bringen. Es ist oft schwierig, eingängige Slogans zu finden, bei einer Kampagne beispielsweise, die allen Menschen und allen Fällen gerecht werden. Deshalb haben wir uns entschlossen, Themenjahre zu setzen, bei denen wir beispielsweise in diesem Jahr Altersdiskriminierung besonders behandeln, im nächsten Jahr die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen und im Folgejahr von Menschen das Thema ethnische Herkunft. Nichtsdestotrotz beleuchten wir dies natürlich immer mehrdimensional. Es kann eines der Ziele dieser Tagung sein, herauszufinden, wie diese verschiedenen Gruppen, die hinter diesen Merkmalen stehen und die sich natürlich überschneiden, gemeinsame Wege finden können, für eine Gesellschaft zu arbeiten, in der Diskriminierung keinen Platz hat. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, dass es nicht immer so einfach ist, das Thema zu bearbeiten. Vielfalt, auch Inklusion, auch wenn das sicherlich ein noch relativ neuer Begriff ist, Weltoffenheit, Chancengleichheit, das sind ja inzwischen omnipräsente Begriffe. Nichtsdestotrotz erleben wir in unserer Arbeit immer wieder, dass es viele Widerstände gibt gegen eine Institution beispielsweise wie die unsere, die für Chancengleichheit arbeitet und benachteiligte Menschen unterstützt. Ohne die Gleichbehandlungsrichtlinien der Europäischen Union hätte es in Deutschland sicherlich kein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz gegeben, das Gesetz, auf dessen Grundlage unsere Stelle arbeitet. Vorausgegangen, ehe es 2006 in Kraft trat, war eine jahrelange, außergewöhnlich heftige Kontroverse und hinhaltender Widerstand der Gegner eines gesetzlichen Diskriminierungsverbots. Es brauchte, das muss man sich einmal deutlich machen, 3 Legislaturperioden, 2 unterschiedliche Regierungslager, 3 fehlgeschlagene Anläufe und die Androhung von millionenschweren Strafzahlungen durch die EU-Kommission, bis die Umsetzung der Gleichbehandlungsrichtlinie in deutsches Recht erfolgt ist. Es wurden Schreckensszenarien an die Wand gemalt, sogenannte Bürokratiekosten, Klagewellen, das Ende der Vertragsfreiheit. Natürlich ist davon nichts eingetreten. Es ist also erstaunlich, wie groß der Widerstand gegen Regelungen sein kann, von denen jeder Einzelne, die Gesellschaft und auch die Wirtschaft, vorneweg sogar, eigentlich nur profitieren könnten. Ich möchte an der Stelle zum Ende kommen. Ich würde gerne noch mal erwähnen, dass es aus unserer Sicht wichtig ist, dass an einer inklusiven Gesellschaft gemeinsam gearbeitet werden muss. Das heißt, die Gruppeninteressenvertretungen von Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, unterschiedlicher Geschlechter, Religionen, unterschiedlichen Alters, von Menschen mit Behinderungen oder ohne und unterschiedlicher sexuellen Identitäten sollten zusammenarbeiten an einer Kultur der Akzeptanz und für einen diskriminierungsfreien Umgang. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Vielen Dank.
Herr Engels, Empirie und Theorie. Ja, alt ist, man sieht es noch nicht, wenn ich das mit F7 mache, oder? Ach so, da kommt schon. Gut. Ich will jetzt keinen längeren Vortrag anschließen, sondern Ihnen nur mit einigen Bemerkungen sagen, wie ich mir den Begriff Inklusion verständlich zu machen versuche. Das hat was mit Personen zu tun, die Schwierigkeiten haben können, inkludiert zu sein. Es hat aber auch was mit der Gesellschaft zu tun, die exkludieren kann. Und wie das funktioniert, möchte ich Ihnen kurz an ein paar Bemerkungen versuchen, deutlich zu machen. Wir kamen ursprünglich von der Armutsforschung her, dass wir über Armut gesprochen haben. Jeder wusste in etwa, was damit gemeint war, je nachdem, ob man das als unteren Lebensstandard, Bezug von Mindestsicherungsleistungen verstanden hat oder später dann als relative Armut, 60% des mittleren Einkommens. Der Begriff der Inklusion, Exklusion kam dann aus der Unzufriedenheit darüber, dass wir bei Armut nur erstmal über monetäre Aspekte gesprochen haben. Das Unbehagen, nur über Geldarmut zu sprechen, hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wir müssen unsere Perspektive erweitern. Wir müssen auch weitere Dimensionen, auch nicht monetäre Dimensionen, aus denen ausgegrenzt werden kann, mit einbeziehen. Begriffshistorisch hatte ich das Gefühl, als das in den 90er Jahren aufkam, dass man in Deutschland und in England mit dem Begriff Inklusion eher Schwierigkeiten hatte, dass das eher so von Frankreich herkam, wo diese Denkweise, die Gesellschaft ist eine solidarische, inklusive Einheit und wer rausfällt, der hat Schwierigkeiten, eher verbreitet ist. Das kommt in der Soziologie durch Emil Durkheim zum Ausdruck und da sehen Sie schon, dass die Begriffe Inklusion, wenn diese Vermutung stimmt, und Solidarität, was Herr Bude eben vorgeschlagen hat, dann historisch eigentlich sehr nah beieinander liegen. Ich versuche mir Inklusion am Ansatz des Lebenslagenkonzeptes deutlich zu machen. Und wenn man diese Grafik mal von unten nach oben liest und als Zugangsvoraussetzungen sieht, dann ist eine attraktive Wohnqualität abhängig davon, dass bestimmte materielle Ressourcen erfüllt sind, die setzen in der Regel voraus eine Inklusion in Erwerbsarbeit, eine Teilhabe an Erwerbsarbeit, eine gute berufliche Position. Das wiederum setzt voraus Gesundheit im Sinne von physischer und psychischer Leistungsfähigkeit, im Zusammenhang von Migranten auch Rechtsstatus, Arbeitserlaubnis und natürlich als wesentliche Voraussetzung Sprachkompetenz, Schul- und Berufsausbildung, also schulische und berufliche Qualifikation. Neben der Erwerbsarbeit gibt es natürlich auch weitere Formen, wie man in die Gesellschaft inkludiert sein kann, die außerhalb der Erwerbsarbeit im Bereich der Partizipation an Kultur, Freizeit und Politik sich ermöglichen lassen. Was diese Pfeile zum Ausdruck bringen wollen, ist, dass es bestimmte Zugangsvoraussetzungen zur Teilhabe an diesen Dimensionen, an diesen Lebensbereichen gibt. Und gerade wer in dem frühen Bereich diese Zugangsvoraussetzungen schon nicht mehr ganz erfüllt, wird Schwierigkeiten haben, in den weiteren Bereichen teilhaben zu können. Jetzt habe ich das so formuliert, als ging es nur um Personen. Das meine ich aber nicht so. Ich habe jetzt die gleiche Grafik mal so dargestellt, dass es auf der Ebene der Gesellschaft verschiedene gesellschaftliche Teilsysteme darstellt. Sie sehen hier eigentlich wieder wie ähnlich das Bildungssystem, das Wirtschaftssystem, Gesundheitssystem und so weiter. Auch hier sind bestimmte Beziehungen zueinander. Und es ist eigentlich so gedacht, dass die reibungslos ineinander arbeiten, dass das Bildungssystem die Qualifikationen erzeugt, die im Wirtschaftssystem gebraucht werden. Aber das funktioniert eben nicht immer so, weil diese Teilsysteme, wie Niklas Luhmann es nennt, eine gewisse Eigenlogik entfalten. Und dadurch entstehen Spannungen. Und ich will Ihnen an drei Beispielen zeigen, wie diese Spannungen sich auswirken können. Also dreimal Spannung des Wirtschaftssystems, einmal gegenüber dem Bildungssystem.
Das Wirtschaftssystem sucht die Leute aus und lässt die Leute teilhaben, die es gebrauchen kann. Die müssen eine gewisse Qualifikation haben, aber auch wenn sie sich besonders weiterqualifizieren und keinen Job kriegen, ist das keine Garantie dafür, dass sie aufgenommen werden. Das heißt, wir haben gerade in den letzten Jahren viele gehabt, die sich Mühe gegeben haben, die keine Ausbildungsplatz bekommen haben, die wieder zurück ins Bildungssystem geschickt wurden, in einen Kreislauf, wo man nach der Logik des Bildungssystems natürlich sich immer weiter qualifizieren kann. Das entspricht dem schon. Aber es ist trotzdem keine Garantie, einen Job zu kriegen. Diese Teilhabe am Arbeitsmarkt ist dadurch nicht garantiert. Das heißt, hier geraten Menschen zwischen die Eigenlogik zweier Systeme. In ähnlicher Weise zwischen Familie und Arbeitsmarkt. Die Produktivitätserwartung, die Wirtschaft auch an Eltern, auch an Mütter mit kleinen Kindern hat, interessiert sich zuerst mal nicht dafür, ob die Kinderbetreuung geregelt ist. Das Bildungssystem oder Betreuungssystem hat wiederum seine eigenen Logiken, was Angebot, was Öffnungszeiten angeht. Die Eltern selber sind dazwischen, zwischen diesen Spannungen und müssen diese Spannungen aushalten. Ein drittes Beispiel nur kurz. Die Wirtschaft interessiert sich auch nicht dafür, ob die Löhne, die sie zahlt, für einen Lebensstandard ausreichen oder nicht. Hier muss die staatliche Ergänzung einfach dazu gedacht werden, denkt man sich hier. Aber ob das ausreicht, das ist etwas, was wir unter dem Thema Mindestlohn diskutieren. Das nur als drei Beispiele, wo Menschen zwischen diese Spannungen der Eigenlogik von Teilsystemen der Gesellschaft dazwischen geraten können und da zerrieben werden können. Insofern haben gesellschaftliche Teilsysteme auch ausschließende Wirkung. Und ein einziges letztes Beispiel noch. Im Bereich der behinderten Menschen gibt es auch gewisse gesellschaftliche Strukturen, die Inklusion verhindern. Und zwar paradoxerweise waren es gerade die Strukturen, die Inklusion befördern sollten. Nämlich in jedem dieser Systeme finden Sie Sondersysteme für Menschen mit Behinderungen, die den Zugang erleichtern sollten. Sonderschulen, Sonderwerkstätten für behinderte Menschen, Sonderfahrdienste, Sondereinrichtungen zum Wohnen. All das sollte die Inklusion befördern, hat aber den ambivalenten oder den paradoxen Effekt, dass das Herauskommen aus diesen Bereichen schwierig ist, dass hier wieder neue Hürden aufgebaut werden. Und das ist das, was die UN-Behindertenrechtskonvention mit inklusiver Gesellschaft meint, dass diese Sondersysteme grundlegend auf den Prüfstand gehören, dass wir überlegen müssen, inwieweit brauchen wir wirklich noch Sonderhilfen und inwieweit ist es auf der anderen Seite die Aufgabe der Gesellschaft, sich so in Richtung auf eine inklusive, auf eine aufnehmende, öffnende Gesellschaft zu entwickeln, dass Sonderregelungen nicht mehr nötig sind. Gut, was ich Ihnen sagen wollte, die Problematik von monetärer Armut wird durch das Begriffspaar Inklusion, Exklusion erweitert, um eine mehrdimensionale Perspektive. Zweitens, ausgehend vom Lebenslagenansatz lassen sich Inklusion und Exklusion anhand von Zugangsschwellen zu verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen darstellen. Drittens, die Eigenlogik gesellschaftlicher Teilsysteme kann exkludierend oder ausschließend wirken und die Gesellschaft ist gefordert, dieser Tendenz entgegenzuwirken. Und viertens, Sondersysteme für Menschen mit Behinderung haben die Ambivalenz, Inklusion einerseits zu erleichtern und andererseits zu blockieren. Die UNBRK fordert eine inklusive Gesellschaft, die solche Sondersysteme möglichst erübrigt. Im Grunde habe ich diese Gedanken übrigens in dem Film am Anfang wiedergefunden. Den fand ich sehr gut. Dankeschön. Herzlichen Dank. Jetzt so viel mal Einstieg in ein Gespräch. Ich würde gerne nochmal auf Professor Bude zurückkommen. Wenn ich das richtig rekapituliere, ist mir ein Widerspruch oder zumindest eine offene Frage geblieben zwischen einer sehr markanten Aussage, die Sie unter vielen anderen in dem Vortrag getroffen haben,
dass es nämlich einen unauflösbaren Zusammenhang gibt zwischen Inklusion und Selbstwirksamkeit. Also eine auch Selbstermächtigung von Personen, die aktiv sagen, ihre gesellschaftliche Teilhabe betreiben müssen, die sich an Verständigungs- und Aushandlungsprozessen beteiligen müssen, über Regeln, Normen, Erwartungen, die sagen, auch ihre Position in der Gesellschaft in gewisser Weise sich erkämpfen müssen. Also das war ja nochmal ein sehr starker Akzent auf das Individuum. Und wenn ich den Vortrag von Frau Professor Thuder dazu nehme, dann hat sie ja nochmal eher die These verstärkt, dass es sowas wie eine Normgesellschaft gar nicht mehr gibt, sondern wir in einem Prozess immer stärkerer Ausdifferenzierung uns sagen, befinden. Sagen, alle fixen Kategorien lösen sich auf, ob es Geschlecht ist oder Ethnizität oder bestimmte kulturelle sagen, Identifikation, lösen sich auf in tausend Teil. Merkmale und Teilidentitäten. So, und dann haben sie aber am Schluss gesagt, wir sind am, ich versuche es mal möglichst wörtlich zu zitieren, wir sind am Ende dieser Periode der Selbstthematisierung und der Selbsttätigkeit und sind jetzt damit konfrontiert, dass wir wieder aufeinander angewiesen sind. Also wie passt das zusammen? Sie haben genau den Punkt, ich glaube, da gibt es auch eine Kontroverse. Ich glaube, es doch nicht. Es müsste doch an sein. Ist an. Das ist in der Tat ein Punkt, der wichtig ist. Also ich glaube, wir stehen hier vor einem interessanten gesellschaftstheoretischen Problem. Wir kommen aus einer Phase, die auch zu dem sogenannten Neoliberalismus gehört, wo es die Idee aufkam, dass Gesellschaft eine Ansammlung von Minoritäten ist. Das ist die Idee der Differenzlogik. In der Tat, Herr Füchs legt den Punkt richtig, das glaube ich nicht, dass wir damit weiterkommen mit diesem Konzept. Ich habe in der Tat untergründig eine Idee von Majoritätsinteressen eingeführt, bezogen auf den Einzelnen und seiner Solidaritätsbedürftigkeit. Und ich bin auch ein bisschen in Sorge mit der Diversität oder jedenfalls mit der Vielfalt, weil ich aus Interviews weiß, dass Leute, die in bestimmten Vierteln in Berlin wohnen, wenn die Vielfalt hören, wissen sie, aha, die Mieten werden teurer. Das heißt, unter der Hand muss man über einen ideologischen Effekt sich im Klaren sein, dieser Perspektive. Das liest sich alles, ich bin mal ein bisschen polemisch, ja, das liest sich alles wie abgeschrieben von Richard Florida über die Creative Class. Da steht das nämlich alles drin. Vielfalt bedeutet Kreativität, Kreativität heißt vor allen Dingen, der Gay-Faktor ist sehr wichtig bei Richard Florida, Vielfalt heißt vor allen Dingen sexuelle Divergenz, das ist alles das der Entscheidungskontext für die kreative Klasse, die wir alle für die Zukunft des Kapitalismus brauchen. Die kreative Klasse ist aber ein ganz spezifisches Segment unserer Gesellschaft. Ich mache so eine Michel Foucault-Frage. Wissen Sie, wer spricht, wer über Vielfalt redet? Ich sehe, habe da Sorge, dass wir zu schnell über Vielfalt reden, uns ohne uns über im Klaren zu sein, wie sprechen wir eigentlich darüber? Das Problem, was ich sehe, ist, und das ist wahrscheinlich der Hauptproben der Debatte, ich glaube nicht, dass es noch weiter ein interessantes politisches Angebot sein kann, gesellschaftliche Wirklichkeit als eine Ansammlung von Differenzen zu thematisieren. Deshalb habe ich eben diesen Begriff des Paternalismus, als liberalen Paternalismus wieder eingeführt.
Ich glaube nicht, dass es die gesellschaftlichen Abnehmer dafür weiter gibt. Ich sehe sogar, dass in der Tendenz, in den differenzorientierten Gruppen unserer Gesellschaft auch eine Tendenz wieder zu Solidaritätsbegriffen im Sinne einer, es gibt einen sehr bekannten, von mir sehr verehrten Kollegen, der immer noch lebt, das ist Mario Rainer Lepsius, der nennt das die gedachte Ganzheit der Gesellschaft, das gedachte Ganze. Kommen wir aus, ohne eine Idee des gedachten Ganzen, vor allen Dingen in Idee einer politischen Artikulation? Ich bin der Meinung, wir kommen nicht ohne dessen aus. Und ich habe Ihnen sozusagen ein Angebot dafür gegeben. Und wenn ich das noch kurz, einen Punkt noch sagen darf. Man darf auch einen rechtlichen Maßstab nicht mit einem politischen Ziel verwechseln. Die Antidiskriminierung ist ein rechtliches Instrument. Ist es ein politisches Ziel? Ich glaube, nein. Es kann kein politisches Ziel sein, Antidiskriminierungspolitik zu betreiben. Es ist sozusagen, das ist ein Effekt, ist ein Effekt über eine Gesetzgebung, aber das ist doch kein politisches Ziel. Das politische Ziel wäre in dieser Logik natürlich eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Ja, aber ist das etwas, wo sozusagen die Leute sagen, hurra? Das glaube ich nicht. Ja. Frau Tuda hat sich schon angesprochen gefühlt, das ist gut. Warum wohl? Also die Interpretation meines Inputs hat mich dann doch verwundert. Also ich möchte mich ganz klar dagegen aussprechen, dass die Welt wird immer bunter und immer schöner und was für eine kunterbunte Welt hätten wir denn da? Also es geht mir gerade nicht darum zu sagen, ach, ich wähle und bastle mir Identitäten, Vorlieben heute, morgen und übermorgen ganz anders zusammen. Sondern es geht mir gerade darum, auf aktuelle Normierungen, die nach wie vor da sind, hinzuweisen und diese in der Analyse und in der Wissenschaft und unter Diversity-Perspektive, darauf komme ich gleich noch, zu betrachten, zu thematisieren und auch zu politisieren. Aber ist denn Gesellschaft ohne Normierung überhaupt denkbar? Ja, deswegen ist die spannende Frage mit Foucault, Herr Bude, was ist Kritik? Also in einer anhaltenden kritischen Haltung zu bleiben. Nichts anderes möchte ich und sich darüber, genau wie wir es heute ja auch tun, auseinanderzusetzen, wo kann Gesellschaft hingehen, mit welchen Mitteln, zum Beispiel auch mal mit Antidiskriminierung, aber auch mit anderen Wegen, die darauf hinführen. Was mein Punkt ist aus einer Diversity-Perspektive, das erlauben Sie mir noch kurz zu erwähnen, ist, dass wir eben nicht nur eindimensionale Pfade zu beschreiten haben und die herrschen auch auf einer Handlungsperspektive und auf einer konzeptionellen Perspektive. Haben die lange vorgeherrscht, möchte ich positiv sagen, herrschen noch immer vor. Also, dass wir feministische Politiken betreiben können, ohne über Migration nachzudenken, genauso auch eine Migrationspolitik, eine Einwanderungspolitik, ohne über Differenzen, über Geschlechter in ihrer Pluralität zu sprechen oder auch Behinderung thematisieren, ohne darüber nachzudenken, was heißt es im Hinblick auf Familie oder Geschlecht. Darum geht es mir in einer Thematisierung von Diversität, ohne, um nochmal mich dagegen zu wehren, nicht alles ist heute möglich. Nein, heute ist nicht alles möglich. Und gerade das ist der Ansatzpunkt, um Inklusion voranzutreiben, nämlich zu sagen, was ist nicht möglich, was ist aber auch schon möglich und in welchen Veränderungsprozessen befinden wir uns. Darf ich nochmal nachfragen? Ich meine, wohin führt uns das, wenn wir Gesellschaft beschreiben, im Grunde als eine Ansammlung diskriminierter Gruppen, mit Ausnahme weißer, heterosexueller, gut verdienender, mittelaltriger Männer. Das ist sozusagen die einzige, Also zu welchem Gesellschaftsbild führt uns das und woraus soll da gemeinsame Handlungsfähigkeit entstehen? Ist das eine Frage an mich? Ja, sicher. Es geht ja nicht nur um Diskriminierungen. Diskriminierungen, das hat Herr Kollege Möhl ja auch nochmal erläutert, ist gesetzlich verankert. Ich habe auch gesprochen von Marginalisierungen, Benachteiligungen, aber auch von Privilegierungen, von Hegemonialisierungen. Und ich denke, gerade in diesem Verhältnis ist es wichtig, sich auch zu bewegen. Mit der Perspektive und mit der berechtigten Frage, ist Solidarität weiterführend? Da finde ich gut, da könnte ich gut mit anknüpfen. Ja? Also wie stellen wir, hat ja die Soziologie erst vor 2 Wochen auf ihrem Kongress gefragt, wie stellen wir auch Zusammenhalt her? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Wie stellen wir uns das her?
Also jetzt nochmal die Frage, wenn wir, nennen wir Solidarität oder nennen wir es sozialen Zusammenhalt und eine sagen Verpflichtung auf Gegenseitigkeit, was überhaupt erst Gesellschaft ausmacht, ja, wenn Gesellschaft nicht einfach eine rein numerische Ansammlung von Monaden ist. Thatcher sagte, there is no such thing like a society. Ja. Worauf soll sich das gründen, wenn die sagen, alten Grundlagen für Solidargesellschaft so nicht mehr existieren, die Professor Bude zu Beginn seines Vortrags beschrieben hat, die wir mit dieser fordistischen Gesellschaft verbinden, also der alte sagen, Industriearbeiterschaft als Kern der Lohnarbeit, eine Arbeitnehmergesellschaft, männliches Normalarbeitsverhältnis und alles, was dazugehört, wenn sich das zunehmend auflöst, plus ethnische Homogenität und sowas wie eine gewisse Leitkultur, die damals vielleicht noch bestanden hat, die man heute gar nicht mehr definieren kann. Wenn man heute die Vertreter der Leitkultur fragt, was ist das, dann kommen sie nun aufs Grundgesetz zurück. Sehr banal. Ja. Also worauf soll sich Solidarität und Gesellschaftlichkeit gründen, wenn diese alten sozialen Grundlagen so gar nicht mehr existieren? Frage an alle. Ja. Mal auf das Argument von dem Herrn Professor Bude zurückkommen. Also ich finde es doch erstaunlich. Also es ist schön, dass Sie für eine angeregte Debatte sorgen, aber Sie sind ja in Ihrem Vortrag auch eingegangen darauf, war es denn die 30 Jahre Wohlstand, die wir in der Nachkriegszeit hatten, eigentlich so schön? Das war ja eine Zeit, in der wir eine extreme Homogenität hatten, aber auch nur vorgeblich. Also vielleicht hatten wir die ethnisch tatsächlich nach dem Holocaust, ja, denn es beruhte ja auf Ausgrenzungen und auf Marginalisierungen, dass also der weiße heterosexuelle Familienvater, der Familienvorstand war, von Wohlstand reden konnte. Und ich finde es auch einen eigenartigen Begriff von Vielfalt, zu sagen, ja, das ist dasselbe wie Gentrifizierung. Also ich glaube nicht, dass nicht gentrifizierte Viertel weniger vielfältig sind, dass dort notwendigerweise Vielfalt immer auch mit einem guten Einkommen und Selbstverwirklichung zu tun hat. Also Vielfalt betrifft auch Menschen mit Behinderungen, betrifft marginalisierte Gruppen der Gesellschaft, die ganz sicherlich nicht in den schicken Innenstadtvierteln wohnen. Und ich finde es auch erstaunlich, vielleicht habe ich Sie da auch falsch verstanden, zu denken, dass die Gruppen, die nicht als das, was sie als Ganzes, was bei Ihnen aber auch einen sehr normierenden Begriff zu haben sein scheint, dass die nicht zur Solidarität fähig wären. Also sind Menschen mit Behinderungen, sind Schwule und Lesben, Trans- und Intersexuelle nicht zur Solidarität fähig. Das ist genau der Punkt, dass die unterschiedlichen Gruppen in ihrer Vielfalt eben auch Solidarität üben können. Aber ja, Sie sind ja angesprochen. Also, dann, Herr. Nee, sozusagen die These, die ich habe, also das ist natürlich zugespitzt, haben Sie recht. Die These, die ich habe, ist, dass es einen Solidaritätsbedarf in der Gesellschaft sich im Augenblick entwickelt, evolutioniert. Und es, sozusagen, das ist mein Argument, dass es eine politische eine Notwendigkeit der politischen Abrufung dieses Solidaritätspotenzials gibt. Das ist mein ganz allgemeines Argument. Und das ist eine Einsicht darin, dass man auch mit den höchsten Anstrengungen im Sinne einer Ownership Society, um mal den Begriff von George W. Bush zu nehmen, dass die Ownership Society von den Ownership Protagonisten erlebt wird, das klappt nicht. Ich kann noch so reich sein, ich kann mir keine saubere Luft kaufen. Das geht nicht. Und das ist ein interessanter Punkt. Das ist ein interessanter Punkt, der jetzt zum Durchbruch kommt, glaube ich, untergründig. Das ist die Wiederentdeckung der öffentlichen Güter? So ist es. Ich glaube, wir stehen vor einer Wiederbesinnung auf eine Kultur der öffentlichen Güter. Genau so ist es.
Um es nur ein einfaches Beispiel zu sagen, damit Sie es sehen, dass ich vielleicht doch nicht spinne. Die meisten Leute haben irgendwie gesagt, ist alles besser geworden mit der Deutschen Bahn, mit der Servicekultur durch die Privatisierung. Aber jetzt ist genug. Jetzt ist genug. Und irgendwie müssen wir da auch wieder was vielleicht korrigieren. Und das ist nicht irgendwie eine Vorstellung, die minoritär ist in der Gesellschaft. Das ist ein allgemeiner Trend. Jetzt ist genug. Jetzt ist genug mit diesem ganzen Privatisierungszeug. So, und jetzt ist die interessante Frage, was sind die gedenkbaren Grundlagen von Solidarität, mit denen wir zu tun haben? Und da glaube ich in der Tat, dass Differenz eine Grundlage für die Ausbildung von Solidarität darstellt. Das ist mein Gedanke, das ist eine Grundlage. Das Problem ist, dass man im Grunde von bestimmten Intuitionen, wie das geht, wird lassen müssen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass der zentrale Wohlfahrtsproduzent, nämlich der Wohlfahrtsstaat, selber sich relativieren muss im Hinblick auf Solidarität. Das ist, was manche Wohlfahrtspluralismus nennen. Wir stehen auch unter dem Begriff der Solidarität vor einer Neudefinition von Wohlfahrtspluralismus in unserer Gesellschaft. Das heißt, es gibt unterschiedliche Anbieter von Pluralität. Mein letzter Punkt, und dann ist auch gut, mein letzter Punkt ist, man muss sehr aufpassen, was ist eine Akzeptanzkultur gesellschaftlich? Ist es eine Akzeptanzkultur, dass wir alle ähnlich über Familie denken? Ich glaube nicht. Eine Akzeptanzkultur ist zum Beispiel, ich bin sehr, nehmen Sie mir das bitte nicht übel, ich bin sehr konservativ. Ich bin jemand, der für die heterosexuelle Kleinfamilie ist. Das hängt mit meinen Überzeugungen als Katholik zusammen, tut mir leid. Aber ich bin doch nicht verrückt, dass ich nicht schwul-lesbische Lebensgemeinschaften akzeptiere. Ich bin doch nicht verrückt. Nur die Idee ist nicht, dass wir alle sozusagen müssen in Kategorien sexueller Diversität oder gar das Dritte denken müssen. Das ist in Ordnung, wenn das gedacht wird. Es ist eine aber wir Kultur, müssen es nicht alle toll finden, oder was wollten Sie sagen? Es gehört zu einer Kultur der Akzeptanz, dass ich sage, wenn der Heilige Vater sagt, irgendwie da gibt es ein Problem, dann denke ich darüber nach, ob er recht hat. Andere sagen, da sieht man mal, wie reaktionär die katholische Kirche ist. Sie ist dann reaktionär, wenn sie glaubt, sie kann ihre Modell gesellschaftlich herrschend machen. Dann ist sie reaktionär. Okay. Gut, jetzt würde ich gerne Herrn Engels die Gelegenheit geben, sich einzumischen, würde Ihnen gerne aber zusätzlich zu dem, was Sie ohnehin sagen wollen, nochmal eine Frage auf Ihren Vortrag hin mitgeben. Sie haben ja ein bisschen in Anlehnung an Luhmann, sagen die verschiedenen gesellschaftlichen Subsysteme mit ihrer Eigenlogik dargestellt und eine ihrer zentralen Thesen war, da gibt es sozusagen ein Koordinations- oder Übertragungsproblem. Ich meine, wie stellen Sie sich das vor? Also, was ist die Instanz, die koordiniert? Ist das Politik oder also, ja, okay. Ja. Genau, dann beginne ich mit dieser Antwort. Das kann eigentlich nur Politik sein. Wir können auch auf der anderen Seite hoffen, dass die Systeme selber lernen. Das ist ein Punkt, den wir beim Fachkräftemangel zurzeit sehen, dass die Wirtschaft jetzt langsam lernt, sie kann sich nicht mehr leisten, auf die schlecht ausgebildeten Ausbildungsbewerber zu schimpfen, sondern sie muss selber etwas dafür tun, dass auch Personen ohne hinreichende schulische Abschlüsse in den Betrieben eben stärker wieder ausgebildet werden. Betriebe können sich nicht mehr leisten, auf Fachkräfte zu verzichten, nur weil sie eine Hörbehinderung haben. Auch hier müssen sie wieder lernen, sich darauf einzustellen, diese Fachkräfte, diese Ressourcen zu nutzen und zu erschließen. Das ist aber etwas, was dann nur ein Lernprozess ist, was letztlich mit der Eigenlogik der Systeme ja eigentlich vereinbar wäre. Das heißt, das ist das, was noch nicht von außen kommen muss. Trotzdem muss eben auch was von außen kommen. Bei den anderen Konfliktpunkten, also erstmal lernt die Wirtschaft nun mal sehr langsam an den Punkten. Und zweitens ist es so, dass die vielen Spannungen zwischen den gesellschaftlichen Teilsystemen eigentlich schon die zentrale Aufgabenbereich der Politik sind, hier
einzugreifen, hier auch zu vermitteln und Lösungen zu forcieren. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder werden Lösungen politisch per Gesetz beschlossen oder die Politik regt die Eigenaktivität der Teilsysteme an. Das sind einfach verschiedene Verfahren. Aber dass ich wahrscheinlich. Ja gut, ich weiß es nicht. Da lasse ich mich nicht von Ihnen aufs Glatteis führen, dazu eine Antwort jetzt aus dem Stegreif zu geben. Das weiß ich nicht. Okay. Nur noch jetzt zwei, drei Bemerkungen zu dem, was vorher gesagt wurde. Das Empfinden, die Gesellschaft bricht auseinander, wo kriegen wir denn Solidarität her, war ja schon ein Grundmotiv von Emil Durkheim vor langer, langer Zeit. Also insofern hat sich vielleicht so viel gar nicht geändert. Und wenn ich dran denke, man vergisst immer so viel. Man denkt immer angesichts der aktuellen Spannungen, dass die Vergangenheit doch relativ harmonisch war. Ja, ja. Ist ein übliches Muster. Aber wenn man doch mal diejenigen, die Nachkriegsgeneration, also meine Elterngeneration, fragt, wie war das denn, als die Aussiedler in den Westen kamen damals und Kredite für günstige Eigenheime kriegten. War das konfliktfrei? Ich glaube nicht. Also das waren erhebliche Spannungen durch Migrationsströme. Und es gab, glaube ich, immer dieses Gegeneinander. Und ein weiterer Punkt, Diversität als Bild der Gesellschaft. Mir geht es weniger darum, das Bild der Gesellschaft, wie beschreibe ich die? Ist das jetzt ein schönes oder ein problematisches Bild? Und mir geht es immer um die Mechanismen, die Zugang verhindern. Die will ich rausfinden, da will ich überlegen, was kann man dagegen tun? Das ist mein Hauptinteresse. Und dann noch ein allerletzter Punkt zu dem, inwiefern sowas auch ideologisch wirken kann, Inklusion ideologisch wirken kann. Wir haben im Bereich der Behindertenpolitik jetzt eine Tendenz, dass der Begriff Inklusion sehr vorschnell gebraucht wird. Wir hatten beispielsweise bei den integrative Schulformen. Als Beispiel, Schüler mit Behinderung sind nicht mehr in der Förderschule, sondern in der allgemeinen Schule und kriegen einen Integrationshelfer, so hieß es bisher, an die Seite gestellt. Das heißt jetzt das ist inklusive Beschulung. Eigentlich gab es den Unterschied, das ist integrative Beschulung, wo man also noch eine Sonderform mit dazugeben muss, während inklusive Beschulung heißen würde, dass die Schule, jede Hochschule in allen Hinsichten darauf vorbereitet ist, dass kommen kann, wer will, sie hat sofort die Materialien, sie hat sofort alle Zugänge, sie hat sofort Schulmaterialien für lernbehinderte Schüler und so weiter in der Schublade und ist darauf vorbereitet. Das ist ein Unterschied und da sind wir noch lange nicht. Und deswegen finde ich, dass der Begriff Inklusion ein utopischer Begriff ist im positiven Sinne, eine Utopie, die wir anstreben sollen, wo wir aber nicht zu früh sagen können, wir haben hier schon das und das erreicht. Vielen Dank, Frau Professor Tulda. Ja, ich möchte gerne noch mal eine Idee einbringen, die auch in bei Böll eine Rolle gespielt hat, und zwar ist es die Frage nach dem guten Leben. Buen vivir aus den Diskussionen in Lateinamerika gekannt, und ich finde, diese Diskussion sollten wir hier auch führen, vielleicht ergänzend oder auch in Fortsetzung zu dem, was Solidarität ist, nämlich die Frage, wie schaut gutes Leben aus? Sie hatten vorhin über öffentliche Güter gesprochen. In dem Konzept des Buen vivir fließt sowohl ein die Thematisierung von diesen öffentlichen Gütern wie Erde, Luft, Wasser, das Verhältnis dazu, als auch Geschlechtergerechtigkeit, wie auch immer wieder die Frage zu stellen, und das finde ich so sehr anknüpfungsfähig für unsere Debatten auf, was heißt es denn, gutes Leben? Wie stellen wir uns das denn vor? Am Beispiel eines Landes in Ecuador, nur ganz kurz, also es ist nicht nur eine Vision, sondern wenn Sie so wollen, wenn Sie mir diese Interpretation gestatten, ist es ein von unten kommendes, also von den Bewegungen, von Interessensgruppen kommendes Konzept, das in Ecuador Eingang gefunden hat in die Verfassung. Nach wie vor bleibt die Frage wichtig, wie das dann nun gefüllt wird. Aber es ist das Konzept des Buen Vivir, des guten Lebens. Glauben Sie denn, dass in einer so hochdifferenzierten pluralistischen Gesellschaft es darauf eine gemeinsame Antwort geben kann? Nö, sonst sind wir ja nicht hier. Aber die Auseinandersetzung darum,
Die Auseinandersetzung darum ist das Wichtige, oder ich denke, das machen wir hier ja auch, und genau diese Frage. Right so, aber ich wäre sagen sehr vorsichtig, sagen zu versuchen, einen gesellschaftlichen Konsens über Lebensstile herbeizuführen, oder? Genau. Deswegen ja auch die Frage. Deswegen auch die Frage, ja, dass wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Herr Müll. Aber was man braucht, beantwortet doch auch jeder von uns anders. Nee. Das ist eine Diskussion über Grundsicherung. Das ist aber nochmal was anderes. Also, aber sagen Sie, können ja nicht den Lebensstil darauf reduzieren, was man unbedingt zum Leben braucht. So, Herr Müll. Ja, ich würde eigentlich ganz gern auf zwei Punkte oder eigentlich drei Punkte eingehen. Also zum einen, finde ich, sollten wir versuchen, in der Debatte hier und heute und auch längerfristig keinen Widerspruch aufzubauen zwischen sozialen Zusammenhalt im Sinne von Arm und Reich und sozialen Zusammenhalt im Sinne von Diversität. Ich denke, das ist nicht nötig, und ich glaube, wenn man das zusammen denkt, was in Ländern wie Frankreich im Übrigen auch gesetzlich verankert ist mit dem Begriff sozialer Status als Teil des Antidiskriminierungsgesetzes, dann kann man da wesentlich weiterkommen. Ich würde vor einer Sache dann gerne noch warnen. Ich finde es schwierig, auf das zunehmende Auseinanderdriften der Gesellschaft zu antworten mit dem Wunsch nach einem neuen Ganzen, einem neuen Mehrheitsbegriff. Für mich birgt das eine Gefahr, die ganz klassisch ist, und Tendenzen, die man auch schon beobachtet. Und dagegen sollte man wirken, das sollte man thematisieren, dass je mehr die Mittelklasse beispielsweise sich bedrängt fühlt, je mehr eben auch Ausschlusstendenzen zum Tragen kommen. Und das ist am Ende auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft im wirtschaftlichen Sinne und im sozialen Sinne und im Sinne des Wohlstands für alle nicht günstig. Wenn das Gefühl zunimmt, dass es nicht mehr für alle reicht, kommt natürlich, dass jeder für sich. Genau, das meine ich. Und dagegen oder sollte man wirken, und das führt zum nächsten Punkt. Und finde ich ganz richtig, was Sie sagen, da sollte man nämlich wirklich schauen, wo findet Ausschluss statt. Und Ausschluss findet einerseits eben statt durch Diskriminierung aufgrund bestimmter Merkmale, aber eben auch aus sozialen Gründen, weil vielleicht bestimmte Kinder aufgrund ihres Hintergrunds gar nicht mehr in der Lage sind, sich so zu qualifizieren und teilzuhaben. Und da ist tatsächlich das, was Sie dann paternalistisch nennen mögen, nötig, Hilfestellung zu leisten und die auch individuell vor Ort in den Kommunen ankommen zu lassen. Deswegen finde ich, sollten wir versuchen, auch hier in der Debatte, da nicht einen Widerspruch aufzubauen, sondern das gemeinsam zu denken. Denn ich denke, anders wird es nicht gehen. Das erinnert mich ein bisschen, wenn ich mal kurz nachhaken darf, an Debatten über bedingungsloses Grundeinkommen innerhalb und außerhalb der Grünen, wo gerade die Fraktion der Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker sehr skeptisch war, sagen, man könnte soziale Teilhabe einfach über eine monatliche Grundrente, die an alle gezahlt wird, verwirklichen. Genau mit dem Argument, dass wir jede Menge Personen in unserer Gesellschaft haben, die so etwas wie Betreuung brauchen. Ja, und dass deshalb diese viel beschimpfte Sozialbürokratie durchaus, wie immer kritisch man ihre Arbeitsweise beurteilt, aber etwas Sinnvolles ist. Weil sie sozusagen versucht, spezifische Antworten auf spezifische Lebenssituationen und Lebenslagen von Menschen zu geben. Würden Sie das auch so sehen? Ist das eine Frage an mich? Ja, oder? An alle, aber weil Sie jetzt nun gerade, ich meine, ich habe ja an Ihre Ausführungen eben gerade angeknüpft. Ja. Kommt noch. Also die Frage habe ich mir ehrlich gesagt so noch nicht gestellt. Natürlich habe ich über ein Grundeinkommen, über diese Frage schon nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, dass es notwendig ist, viel mehr Mittel in Leistungen zu stecken,
die individuell und auch kommunal und örtlich sinnvoll sind. Wenn ich mir angucke beispielsweise die Zuwanderung, die wir jetzt haben durch Roma aus Südosteuropa. Das sind Menschen, die in Generationen Ausschlusserfahrungen gemacht haben, mit denen wir aber leben werden müssen, ob wir es wollen oder nicht. Und die aber überhaupt gar nicht in der Lage sind, auch überhaupt nur sich Hilfe zu holen, beispielsweise bei einer Stelle wie uns. Das heißt, dort muss eben individuell Sprachunterricht gegeben werden, dort muss Beratungsleistungen angeboten werden. Genau. Und das, ob man das dann Sozialbürokratie nennt oder nicht, dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Gut, jetzt kam gerade der Wunsch nach einer Intervention aus dem Publikum. Wer war das? Also, wer möchte? Kurz, keine Co-Referate bitte, sondern entweder kurze Fragen oder kurze Bemerkungen. Gibt es das Bedürfnis? Ja, mein Name ist Peter Selin, ich bin hier Referent in der Böll-Stiftung. Ich möchte ein bisschen auf zwei Vorträge voreingehen von Herrn Bude und von Herrn Engels. Und zwar strukturelle Arbeitslosigkeit. Wenn Systeme voneinander getrennt sind, wie das in Ihrem Vortrag ja schön vorgetragen worden sind, dann findet Ausschluss statt, nicht nur, weil das nicht zusammenpasst, sondern weil man eventuell auch zusätzliche Qualifikationen erworben hat und plötzlich in der unteren Mitte landet, die Sie vorhin in Ihrem Vortrag vorgetragen haben. Dann landet man an sich schuldlos, sage ich jetzt mal, in dieser unteren Mitte. So, und wie überwindet man diese Exklusionsverhältnisse, sage ich mal, die sich in unserer Gesellschaft etabliert haben, weil dann die Durchlässigkeit der Gesellschaft von unten nach oben in den Bildungsbiografien verstopft ist. Und das ist meiner Ansicht nach eine ökonomische Frage, warum man keinen Zugang bekommt in die Gesellschaft. So, und damit haben Sie sich in Ihrem Vortrag, Herr Bude, nicht auseinandergesetzt. Das ist an sich meine Wahrnehmung gewesen. Deswegen die Frage, wie kommt man zu einer inklusiven Arbeitsmarktgesellschaft? Vielen Dank. Wir sammeln einen Augenblick. Da gab es noch eine Wortmeldung. Moment, wir brauchen das Mikrofon wegen der Übersetzerin. Ja, mein Name ist schon zum Mikrofon kommen. Ich habe eins. Ja. Mein Name ist Wolfgang Uhlenberg. Ich vertrete hier Frank Bzirske für die Gewerkschaft Verdi, der leider erkrankt ist. Meine Frage an Herrn Bude ist, Sie haben richtigerweise gesagt, das Bild der Gesellschaft, der Selbsttätigkeit, der Individualität, der Freiheit kommt an sein Ende. Das sehe ich auch so. Und Sie sagen, es gibt einen Bedarf nach Solidarität. Darüber muss diskutiert werden. Das ist mir sympathisch. Meine Frage ist, wo bleibt die Gleichheit? In den Grundwerten unserer Gesellschaft gibt es Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Solidarität ist ja in der Französischen Revolution eigentlich über die katholische Tradition in die ganze Veranstaltung reingekommen. Ich denke, die Frage der Gleichheit taucht ja auch auf. Und Ralf Füchs hat ja einleitend gesagt, naja, Verteilungsgerechtigkeit reicht nicht aus. Wir brauchen anderes, richtig, aber Verteilungsgerechtigkeit ist eines der wesentlichen Elemente und ich finde es auch wenig produktiv, Solidarität oder Inklusion gegen Gleichheit und Verteilungsgerechtigkeit zu stellen, sondern ich würde es sinnvoller finden, die verschiedenen Bezüge herzustellen, denn ohne Überwindung von systembedingter Ungleichheit, wie Richard Sennett ja sagt, auf den Sie sich ja auch im Film beziehen, kommen wir ja hier auch nicht weiter. Und das ist ja, denke ich, auch eine der spannenden politischen Fragen derzeit. Okay, vielen Dank. Sie noch? Und zwar wird hier die Gesellschaft diskutiert. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, Dennis Weingart, ich vertrete hier mich selber. Und zwar wird hier die Gesellschaft diskutiert als ein großes Ganzes, aber ich finde es eigentlich interessant, wie Sie zum Beispiel dieses Kreismodell beschrieben haben, die Gesellschaft als eine Vielfalt von kleinen Gesellschaften zu betrachten und Inklusion als eine Möglichkeit zu sehen, zwischen diesen kleinen Kreisen zu wechseln. Weil ist es denn wirklich gewollt und ist es denn politisch auch gewollt? Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben eine große Gesellschaft, die einheitlich ist.
wie langweilig wird's denn hier? Mhm. Also so ganz ehrlich. Und ich finde es auch interessant, weil hier sehr viel Inklusion monetär also diskutiert wird. Aber ich finde, da müssen wir auch weg, weil ich finde, das ist das Problem, was auch auch zum Beispiel meine Generation hat, wenn ich mit Leuten spreche, auch zum Beispiel mit Naturwissenschaftlern, dass vieles monetarisiert wird. Aber das wäre, wenn wir von Glück, also Glück ist ja immer ein Teil, also wenn ich glücklich bin, fühle ich mich viel eher partizipiert. Und Glück ist ja nicht nur, also kann man nicht monetär messen. Das ist kein Punktreferat. Ja. Gut, danke. Gibt es noch eine weitere Wortmeldung? Sie bitte, und dann kommen wir wieder auf das Podium. Ja, mein Name ist Ramona Plückern, ich vertrete mich auch hier selbst. Meine Frage ist ein bisschen polemisch gesagt, es klang so an, dass wir vielleicht als eine schöne Utopie dieses solidarische Teilen der Commons vielleicht irgendwann mal haben könnten. Ein bisschen provozierend sehe ich aber da, dass wir unsere Verhältnisse gleichzeitig im Moment gerade auch so aussehen, dass eine verstärkte Zelebrierung der Abgrenzung der einzelnen Diversitäten haben. Ja, gerade dieses als Reaktion auf die Normierungsvorstellungen der anderen versucht sich jede dieser Teilgruppen doch immer wieder sehr bewusst zu profilieren und sich als sehr selbstbewusst, eigenständig, autonom zu begreifen. Und jetzt stelle ich mir vor, wie soll denn da das solidarische Aushandeln von Commons stattfinden? Werden sich da nicht wieder irgendwelche Vorstellungen bestimmter Leute, wie Sie das definieren wollen, wie soll so eine Teilung aussehen? Okay. Werden die sich durchsetzen und andere fallen wieder runter? Ist so eine Frage. Dankeschön. So, wir kommen jetzt zu einer Schlussrunde hier auf dem Podium. Zu den Fragen aus dem Publikum würde ich gerne noch eine dazufügen. Und das ist für mich eine wirkliche Frage, auf die ich noch keine Antwort habe. Ich habe das ja kurz in meiner Eröffnung angerissen, dass wir so eine merkwürdige Verschiebung haben zwischen USA und Europa, dass man in den USA beobachten kann, dass die Eliten immer multikultureller, immer diverser werden, bei gleichzeitig wachsender sozialer Ungleichheit in der Gesellschaft, während wir in Europa zwar auch eine wachsende Ungleichheit erleben, aber es doch einen starken gesellschaftlichen, zumindest Mehrheitsauffassung gibt, dass man ihr aktiv entgegenwirken muss, die meisten europäischen Gesellschaften immer noch weniger ungleich sind als die amerikanische. Aber wir sagen, in den oberen Etagen der Gesellschaft viel homogener sind. Viel homogener sind. Wie passt das zusammen? Also kann das sich ein solcher Dualismus wirklich herausbilden? Wachsende soziale Ungleichheit auf der einen Seite und stärkere kulturelle, ethnische Vielfalt in den Oberschichten der Gesellschaft. Wir beginnen mal mit Frau Tuda und gehen einfach dann die Reihe durch. Suchen Sie sich jeweils aus, worauf Sie antworten wollen. Nicht alle auf alles. Das ist das Abschlussstatement. Erst möchte ich es ganz kurz machen zu der Frage, was brauchen wir denn? Und wo denke ich, sollte eine zukünftige Thematisierung auch weiterlaufen? Ich denke, wir brauchen eine anhaltende Kritik. Wir brauchen eine anhaltende Thematisierung von Anerkennungsprozessen unter der Perspektive von Gleichheit. Ja, finde ich wichtig. Aber in diesem Spannungsfeld auch von Anerkennung und Gleichheit. Und da gibt es unterschiedliche Strategien zu. Die Kämpfe um Anerkennung nicht zu vernachlässigen, aber auch so etwas wie Recht auf Gleichheit, aber auch Recht auf Anderssein und diese Anerkennung des Rechts auf Anderssein.
mehr, das schließt ein, mehr als wie Lebenslagen, eine Lebenslagendiskussion. Wir hatten das eben kurz mit dem Publikum auch geführt, nämlich auch kollektive, Sie hatten es öffentliche Güter auch genannt. Also wer hat heute Recht auf Wasser und auf sauberes Wasser zum Beispiel? Und was ist Geschlechterdemokratie in all diesen Debatten auch noch drinnen? Also wir brauchen eine anhaltende Auseinandersetzung über das, was glücklicherweise nun im Konzept ist, nämlich der Inklusion. Vielen Dank. Ja, ich fand erstaunlich und interessant, wie in der Debatte sowohl hier auf dem Podium als auch in allen Äußerungen aus dem Publikum teilweise ein Gegensatz hergestellt wird zwischen Solidarität und Inklusion. Sie hatten das eben von Verdi, der auch nochmal erwähnt. Ich sehe den in keiner Weise. Ich glaube auch nicht, dass die Artikulation unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen ein Ende der Solidarität ist. Im Gegenteil, es ist die Voraussetzung für Solidarität, dass Menschen sich selbstbestimmt artikulieren können. Und ich glaube, dass das der Weg sein wird, an dem wir arbeiten müssen. Einerseits die Diversität anzuerkennen, und zwar auch nicht nur in Gruppenzugehörigkeiten, das kann auch individualisiert sein. Das heißt aber in keiner Weise, dass es entsolidarisiert sein muss. Und es heißt auch nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Gegensatz, der hier mitspielt, also die Chancengleichheit kann ja heißen, dass also nicht diskriminiert wird. Chancengleichheit kann aber auch heißen, dass es Maßnahmen gibt für Leute, die benachteiligt sind und die sie unterstützen. Auch das ist Arbeit gegen Benachteiligung und gegen Diskriminierung. Und das muss zusammen gedacht werden. Und so viel von mir. Ja, kurz zu vier Begriffen, die im Publikum genannt wurden. Einheit, Glück, Geld und Arbeit. Zur Einheit, der letzten Rednerin schließe ich mich an. Ich sehe auch viele Abgrenzungstendenzen innerhalb unserer Gesellschaft. Dass wir hier einer Einheitskultur entgegenstreben würden, diese Gefahr sehe ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen mache ich mir da am wenigsten Sorgen. Glück, das ist etwas, wo die Dinge, über die wir hier reden, eigentlich nur in begrenztem Maße Voraussetzungen bereitstellen können. Umgekehrt können wir aber versuchen zu vermeiden, dass man sich unglücklich fühlt, weil man sich ungerecht behandelt fühlt. Wenn ein Lehrstellenbewerber bei genau gleicher Qualifikation die Lehrstelle nicht kriegt, nehme ich mal an, dass ihn das unglücklich macht. Und deswegen wäre das ein Ansatzpunkt, wo wir ansetzen können, ohne jetzt Glück im umfassenden Sinne garantieren zu können. Damit ist mit unseren Ansätzen ist aber auch gemeint, dass wir mehrdimensional denken, nicht nur auf Geld bezogen. Das hatte ich auch versucht, anfangs deutlich zu machen. Also nur mit finanziellen Mitteln zu versuchen, die Dinge zu regeln, das reicht nicht aus. Ich glaube, darüber herrscht auch Konsens. Damit haben wir aber auch, komme ich auch zum letzten Problem, Arbeitsintegration. Wie ist das machbar? Es wird zurzeit überwiegend versucht, über Geld zu machen. Es gibt im Bereich der Arbeitsplatzgestaltung für behinderte Menschen riesige Summen der Integrationsabgabe, die hier zur Verfügung stehen. Auch in anderen Bereichen der Arbeitsmarktpolitik gibt es riesige Geldsummen, die zur Verfügung stehen, um Arbeitsplätze dem Arbeitgeber schmackhaft zu machen, Beschäftigungsverhältnisse schmackhaft zu machen, die aber nicht immer wirken. Das heißt, diese Problematik sehe ich so wie Sie, das ist wichtig, aber wüsste auch im Moment nicht eine einfache Antwort, wie sie zu lösen wäre. Einer meiner Bezugsautoren ist Bruno Latour. Ich finde es einen außerordentlich interessanten Gedanken, eine Idee darüber zu entwickeln, wie wir Kollektivformate in unserer Gesellschaft wiederentdecken können. Das ist die Idee von Latour. Wie können wir Kollektivformate entdecken, von denen wir bis heute noch keinen Begriff haben? Das finde ich eine wichtige, nicht nur wissenschaftliche, sondern auch politische Suchstrategie. Wir sollten nicht so tun, als ob wir immer schon wüssten, wie Kollektivierung verläuft innerhalb der Gesellschaft. Das ist komplizierter geworden. Da sind wir uns, glaube ich, alle sogar einig, denke ich. Das zweite Problem ist sicherlich, dass
Das Problem mit der Freiheit ist und der Gleichheit, dass die Gleichheit nach unserem politischen Besteck und nach unserem gesellschaftlichen Selbstverständnis eine Gewährleistungsgröße geworden ist und keine Zielgröße mehr. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass das durch welche politische Anstrengung auch nicht mehr anders zu denken ist. Das ist traurig, wenn man das sozusagen noch zu einer Zielgröße machen will, aber die Logik ist, wir gewährleisten durch bestimmte Strukturen, also Antidiskriminierungsgesetzgebung ist eine Gewährleistungslogik von Gleichheit, keine Ziellogik der Herstellung von Gleichheit. Das heißt, die Wiederentdeckung der Gesellschaft muss über andere Begriffe, über einen anderen Begriff gehen als über den der Gleichheit. Wichtig ist der Begriff der Freiheit. Der ist die Überkommenschaft der letzten 30 Jahre. Deshalb hatte ich von liberalem Paternalismus gesprochen. Es geht nicht ohne Freiheit. Und es geht auch nicht ohne die Artikulation von Freiheit als etwas, was in der Gesellschaft passiert. Aber bedarf nicht eigentlich Freiheit, jetzt mal so ein bisschen hegelisch gesprochen, im Sinne der wechselseitigen Freiheitsermöglichung, ein Kollektivformat. Darf ich noch einen Punkt? Es gibt nur eine Chance ökonomisch, die Verteuerung von einfacher Dienstleistung, ökonomisch gesehen. Die Frage ist, kann man das politisch machen? Dann gibt es einen Bereich, wo es ein großes Problem ist, der Bereich der Pflege. Wir haben nämlich Dienstleistungsproletarisierung sehr genau untersucht in Hamburg. Mhm. Der Bereich der Pflege ist sehr, sehr wichtig. Ja. Das wird zu einer dramatischen Verteuerung des Gesundheitswesens führen. Also die Verteuerung von einfacher Dienstleistungsarbeit. Das ist ein politisches Problem. Letzter Punkt. Ich bin auch ein anderer französischer Autor, der mir sehr wichtig ist, ist Luc Boltanski. Der hat die schöne Formel aufgemacht, wir müssen wegkommen von einer kritischen Soziologie und hin zu einer Soziologie der Kritik. Wir müssen ernst nehmen, wie die Leute selber ihr Wort erheben, wie die Leute selber kritisieren. Und ich glaube, es ist außerordentlich interessant, sich zu fragen, wie kritisieren eigentlich die Leute selber etwas? Und ist es nicht eine Hegemonialitätsunterstellung, dass wir schon immer wüssten, wie die Kritik geht. Mhm. Vielen Dank. Ich würde gerne 2-3 Stichworte noch aufgreifen für die weitere Debatte heute Nachmittag. Ich fand das sehr schön, als hier das Recht auf Gleichheit gefordert wurde, wie Sie reagiert haben, Frau Professor Tulda, nämlich, dass Sie gesagt haben, ja, es geht aber auch um das Recht auf Anderssein, das Recht auf Differenz, das Recht auf Verschiedenheit. Für mich ist das in dem Recht auf Gleichheit eingeschlossen, weil es um gleiche Anerkennung und gleichen Respekt geht für unterschiedliche Lebensformen, für unterschiedliche Lebensentwürfe, für das Ungleiche. Ja, sonst müsste man nicht das Recht auf Gleichheit fordern, wenn wir nicht ungleich in vieler Hinsicht wären. Zum Pursuit of Happiness, also das Recht, sein Glück zu verfolgen, in der amerikanischen Verfassung, ist es ja nicht der Staat, der für das Glück der Bürgerinnen und Bürger sorgen soll, sondern der Staat muss dieses Recht gewährleisten. Und ich würde auch sagen, ein Stück mehr als das Recht, er muss die materiellen Bedingungen gewährleisten, damit jeder und jeder Einzelne sein Glück und ihr Glück verfolgen kann, ohne dass wir versuchen, das als kollektives Glück zu beschreiben. Und als letztes, ich fand einen sehr schönen Begriff, Kollektivformate. Für mich grenzt der an diesen Begriff der öffentlichen Güter, und zwar weshalb? Weil gerade in einer Gesellschaft, die so verschieden ist und die darin auch einen Reichtum erlebt, dass sie so verschieden ist, braucht es republikanische Institutionen, braucht es gemeinsame Orte, an denen sich Bürgerinnen und Bürger begegnen, als Gleiche sich erfahren können und miteinander in Aktion treten. Und ob das die Schulen und das Hochschulsystem sind, was eben Orte der Gleichheit sein müssen und möglichst eben nicht segmentiert und separiert, oder ob das öffentliche Plätze in den Städten sind. Es geht immer um solche
Orte von Begegnung und Interaktion, in denen sich die Individuen als Bürger und Bürgerinnen erleben können. Das, finde ich, ist für den Zusammenhalt von Gesellschaften konstitutiv. Und bevor wir jetzt in die Mittagspause gehen, werden Anne Ulrich und Stefan Schönefelder kurz etwas sagen zum Programm des weiteren Tages. Vielen Dank.